Einen wunderschönen Dienstagabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon einige Leute dabei sind. Und ja, wir schauen uns heute den Capcom Showcase von gestern Nacht an. Und ja, gucken mal, was für tolle neue News Capcom so rausgehauen hat. Ich bin sehr gespannt. Leider konnte ich es nicht direkt schauen, weil 0 Uhr wäre dann doch ein bisschen spät. Aber ja, deswegen schauen wir es jetzt nach. Ich habe noch nichts gesehen, ich wurde noch nicht gespoilert von irgendwas. Und deswegen will ich mir das jetzt direkt dann gleich auch anschauen. Der Link, vielen Dank Marcel für den Link, den brauche ich definitiv. Und ja, wie gesagt, dann gucken wir mal, was Tolles, Neues so rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Sind ja nicht mehr viele Tage bis Sunbreak. Und deswegen, ja, mal sehen, was vielleicht der letzte Trailer sein wird vor dem großen Release. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu Steam. Ich hoffe, ihr hattet soweit eine schöne Woche bisher. Und heute auch einen schönen Tag. Gastritis, vielen lieben Dank für die Prime-Subscription. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke für die 9 Monate. Bekommst dein Resubscription-Cock-Sound. Und wie gesagt, schön, dass ihr alle dabei seid. Willkommen, willkommen. So, jetzt erstmal guten Abend Garuga, guten Abend Rare, guten Abend Kenneth, guten Abend Servius, guten Abend Niklas, guten Abend Marcel, guten Abend Miro, guten Abend Goddess, guten Abend Anon und guten Abend Gastritis. Schön, dass ihr alle dabei seid. Außerdem natürlich auch an alle, die gerade eben nur zuschauen und nicht im Chat sind. Auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen, willkommen. Jetzt aber schnell, bevor ihr mit reinkommt und spoilert. Wäre sehr unwahrscheinlich. Aber ja, ich mache schon. Keine Sorge. Keine Sorge. Alles gut. Wie gesagt, schön, dass ihr alle dabei seid. Und ich probiere das Ganze mal zum Laufen zu bekommen. Sieht sehr gut aus. Das Ding geht 3 Stunden. Ist das so richtig? Müssen wir mal schauen. Achso, ist das so ein kompletter Showcase? Ich weiß es gar nicht. Ah, die haben das auf Schleife gehabt. Ah, okay. Das ist auch nice. Okay. Sehr gut. So, was ist das? Jetzt verstehe ich. Ich dachte mir nämlich gerade eben so. Ich kann mal. Nur der andere Anfang ist interessant gewesen für mich. Ja, das ist dann alles Mögliche, ne? Das ist nicht nur. Nicht nur Monster Hunter, ne? Ich habe jetzt natürlich nur aktiv in Monster Hunter gerechnet, aber passt. Ist denn das Trailer? Ich glaube schon. Ich kann euch mal zeigen, was ich sehe. Boop. Das ist Devil May Cry. Ich glaube, das ist ein Trailer. Da steht Starting in 25 Minuten. Kann ich jetzt einfach vorspulen? Ist das Stories 2? Das ist Stories 2. Stories 2! Oh. Endlich! Das sind die Trailer, die man kennt. Ja, 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 okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Sind alte Trailer. Ich verstehe, wie das hier läuft. Hey! Dingens, wie heißt es denn? Ace Attorney, Phoenix Wright. Genau, jetzt bloß nicht zu weit spulen. 9 Minuten, oh. So, guten Abend Givrali, guten Abend Boranchi und guten Abend Teojiga. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und guten Abend Faye. Willkommen euch alle. Hallöchen, hallöchen. Ich war fixiert von diesem Trailer. Oh Gott! Hä? Ach, das... Klar, natürlich kommt der Sunbreak-Trailer vor dem eigentlichen Event. Ich dachte schon, ich hätte zu weit gespult. Gott... Goddammit, Capcom. Ja, yeah, im Hintergrund läuft eine Musik. Ja, ja, ja. Wir haben ja gerade eben auch die Dings noch nicht. Alles gut, keine Sorge, keine Sorge. Ich will hier bloß ganz langsam vorspringen. Hatte gestartet mit einem 30-Minuten-Countdown, keine Sorge. Ja, yeah, nee, passt ja, passt ja. Hab ich ja hier auch gesehen. Okay. Jetzt sind wir gleich da.
Das passt. Dann können wir jetzt die Musik ausschalten und dann die Musik hier einschalten. Und dann passt das. Ist hier alles? Nein, so. Dann sollte alles passen. Und wir müssen sehr viel leiser machen, bestimmt. Bestimmt. So, okay. Wunderschön. Damit haben wir es doch. Ja, yeah, Fighting Collection. Ist okay. Ich habe verstanden. Okay, passt. Faye, vielen lieben Dank für die 12 Monate. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank dafür. Einen Moment, das muss noch ganz kurz gekrockt werden. Vielen lieben Dank dafür, Faye. Das ist super lieb von dir. Bekommst einen riesigen Krock-Sound. Viel Spaß mit dem Showcase. Werde ich haben. Werde ich definitiv haben. Zumindest sobald er losgeht. Hey, da ist er. Oh, hübsch. Gekrockt, ja. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Okay. Und dir, Killer, ganz schnell noch. Vielen Dank für die 28 Monate. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Sehr freundlich. Bekommst du einen Resubscription Croc Sound. Vielen Dank. So, let's go. Was geschieht hier? Capcom. Sehr schön. Wir sind richtig. Das ist schon mal sehr gut. Hui. Oh, hübsch. Hübsches C. Okay. Wir sehen einige bekannte Charaktere. Ja. Gut. Das wird also alles die Sache sein, die heute stattfindet. Okay. Wie gesagt, ich hab... Welcome to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. Hört sich gut an. Werde ich ganz bestimmt. Hey! Okay! Gleich das große Spannende! Nice! Mhm. Klingt sehr gut. Schauen wir mal. Ja, es wird Zeit. Definitiv. Brandneuer Trailer. Ich bin bereit. Definitiv. Let's go. World Premiere. Ach. Oh. Hübsch. Wait. Warte, das ist die Dings. Oh mein Gott, das ist der Dschungel. Oh, schön. Ist doch. Nochmal ein neues Gebiet. Velocipace! Hübsch! Wer bist du? Warte mal. Wait! Okay. Oh! Dich kennt man aber auch! Ich dachte zuerst, es wäre das Biest aus dem PC. Abio Gladius. Kennt man dich auch? Du siehst ja ultra cool aus. Oh, warte mal, wer bist du denn? What? Krabbe! Ey, Krabbe Returns! Yes! So schön! Ja, Shogun auch. Oh Gott, Doppelkrabben-Action. Nice! Sehr, sehr cool. Ach, krass. Asalos, klar. Sehr schön. Was zur Hölle? Bringen sie... Oh Gott, mit Misu! Armer Misu! Explosions-Ragnar? Oh, die sieht fies aus. Oh, die sieht sehr fies aus. Oh, okay. Sehr cool. Ey! Oh, cool. Man kann mit den beiden jagen. Das ist ja cool, dass sie auch gegenseitig da ein bisschen quatschen. Süß. Ich bin mega geflasht vom Dschungel einfach. Was zur Hölle? Bringen sie einfach den Dschungel zurück. Was? Als ob sie Goa zurückgebracht haben. Jo, krass. Hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr krass. Goa is back, baby. Sehr schön. Nice. Wie krass einfach. Holy. Okay. Goa ist ganz spezifisch, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass er zurückkommt. Was zur Hölle? Mega. Mega. Dschungel! Oh, der Dschungel ist so ein tolles Gebiet.
The Jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. So ein schönes Gebiet. The jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. Ich bin hochgespannt. With new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Fans can look forward to exploring the devastated ruins. Oh ja, hübsch. Genau, die waren halt immer nur am Rand zu sehen. Espinast, ich kenne den irgendwoher. From the Monster Hunter Frontier. Ah, also doch. Espinas means thorns in Spanish. Okay, passt. Definitiv ist ein dorniger Kumpel. But when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Oh, weh. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. Das klingt sehr fies. Okay, cool. Hochinteressant. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gormagala, is back. Schön. Einfach schön. A creature with black scales and sensitive wing membranes. So toll. Gor im neuen Teil. Das wird hochspannend. Ich bin so gespannt, wie er drauf ist. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break. And it uses its huge claws as an anchor. Oh Gott, das wird sehr gruselig. Oh, großer, yeah, Explosionsbälle. Toll. Hey, Pyro Kadaki. Oh Gott. Oh, Krabbe ist weg. Das ist so süß. Which adds explosive elements, makes its fiery debut. More monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. Wie more Sunbreak announcements? Das Ding kommt in 16 Tagen raus. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. Werden wir tun. Bam. Natürlich. Oh, du kannst die Dschungel-Demo machen. Ja, Sunbreak Monster. Oh, Astalos auf Experte. Okay, krass. Tetranodon ist okay. Und Großizuchi. Ja, okay. Ist okay. Passt. Ist interessant. Die Grundlagen wieder. Also ähnlich wie Rise. Solo. Mehr Spielemodus. Wechselkunst. Okay. Neue Seitenbinderangriffe. Jesus. Probiere eine super harte Quest. Und okay, mal sehen. Ich habe mich schon gewundert, kommt Malzeno oder nicht. Aber eigentlich will ich Malzeno nicht machen. 15. Juni. Morgen! Ah! Demo for Monster Hunter Rise Sunbreak is coming to both Nintendo Switch and Steam. The demo will be available to download as shown. God damn it, Capcom! You'll be able to take on. The new Switch skill swap system, as well as the bind attack, will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for okay. you that will teach you the basic Ich find's cool, dass sie nicht den Dings. Ich find's cool, dass sie nicht die Zitadelle zeigen. Muss ich sagen. Das ist cool. Wie, extra herausfordernde Quest. Das Ding ist eh schon herausfordernd. So doof. Es ist so doof. Tun wir? Machen wir? Aha. Schlangengöttin des Donners. Ja, okay. War das Dings? War Schlangengöttin Allmutter oder die normale Nava? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich dachte bloß normale Nava, ne? Okay. Sehr krass. 13 GB, das ist mehr als das Base Game. Oh, okay, krass. Ist normale, wow, okay. Du musst für G-Rank, musst du nicht mal Allmutter erledigen? Okay. Gratis Title Update. Mondlicht! Nee, Silberwind? Mondlicht? Wer von beiden? Mondlicht wahrscheinlich. Mondlichtnager! Oh mein Gott! Er ist zurück. Oh, und wie flauschig er ist! Er ist so süß! Ach, wie krass! Ja, vor allem ist die Map dann auch. Oder ist das die Zitadelle oder haben sie die Map reingepackt?
Da bin ich mir... Oh, neuer Ort, verbotener Turm! Yo! Ach, krass! Wie mächtig! Seltene Monster, Spezialmonster. Und Unterarten. Jesus! Okay, verherbst. Weitere Monster, Spezialmonster, verstärkte Monster. Oh, Jesus. Und Fortsetzung folgt. Okay, ihr habt was vor. Krass. Okay, und bam, 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 neue Monster, neue Monster. Oh, aber Mondlicht sieht so toll aus. So hübsch. Das ist so süß. Das ist so süß. Okay, krasse Sache. Sehr cool. Den einzigen Nagel, den ich nie bekämpfen konnte. Ja, jetzt kannst du ihn bekämpfen. Sehr schön. Auf Steam auch vorbestellt werden. Okay, ja, das ist ja cool. Ich meine, ist schön. Als ich Gore gesehen habe, Dragon, ich habe echt geheult. Das kannst du nicht glauben. Es ist echt toll, dass er zurück ist. Wahnsinnig cool. Dachte ich nicht, dass er zurückkommt. Mega. Definitiv mega. Sehr, sehr krass. Wow. Wow. Okay, das war heftig. Das war definitiv heftig, muss ich sagen. Capcom Spotlight, was bedeutet das? Den Grünen konnte ich wenigstens Stories 1 bekämpfen. Stimmt, richtig. Ach, ja, okay. Das ist wieder Street Fighter, ne? Hab ich das um 0 Uhr geguckt und mit meiner Aufregung meine Eltern geweckt? Ach, sehr gut. Nee, es ist Wahnsinn. Was zur Hölle? Das war ein unfassbar mächtiger Trailer. Ich meine, das ist cool, Street Fighter 6, aber es ist halt. Das ist halt überhaupt nicht meins. Espinas, das bedeutet so viel. Weil es kann halt wirklich jegliches Frontier-Monster reinkommen. Ja, wenn sie die Frontier-Tür öffnen, dann ist sie theoretisch auf ewig offen, ne? Absolut. Das ist mega krass. Das ist mega krass. Was zur Hölle? Ab hier hat mich nichts mehr interessiert. Ja, gab's da nichts mehr so Interessantes. Keine Ahnung. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet, ja. Oh, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da gab es mal einen Trailer zu, ne? Exo Primal? Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwie Max gegen Dinos oder sowas? Aber ich habe keine Ahnung. Es ist so ein Hordenverteidigungs... Ja, yeah, okay. Hat das Spiel gerade eben schon im Trailer gelaggt? Das... Sieht sehr seltsam aus, muss ich sagen. Das ist, manchmal tun Trailer im Spiel einfach nicht gut. Ich weiß auch nicht, weswegen. Muss auch wieder gehen, nur mit den Daten. Der Rest Daten ist es nicht wert. Ja, klar, verstehe ich. Danke, dass du dabei warst. Dir noch einen schönen Abend. Ja, nee, sorry. Ja, tolle Gameplay-Performance, wenn der Trailer schon laggt. Finde ich gut. Das bedeutet sehr viel für das Spiel. Ja, nee, irgendwie... Ich bin mir irgendwie da nicht sicher. Es ist auch irgendwie sehr seltsam, ne? Ja gut, Resident Evil Village. Was machen sie mit Village? Ich dachte, Village kam schon raus. Ich will bloß wissen, was es da Neues gibt. Ich will mir zu Village auch keinen Trailer anschauen, weil ich will eh das irgendwann spielen. Boah, 6 Millionen Mal, das ist krass. Das ist sehr krass. Mhm. Ich habe bisher nur Gutes von Village gehört. Beziehungsweise vom Vorgänger von 7 und dann von 8. Sagen wir so. Okay, ihr verratet einfach nicht, was ihr tun wollt. 28.10.22. Goddammit, was ist das jetzt? Ich will mir nicht den Trailer anschauen. Okay, dann halt nicht. Selber schuld. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen, ne? Das ist, 24.03.2023! VR-Teil wurde es verraten. Oh, okay.
Interessant. Das bringt mir halt auch nicht viel. Ja, es ist Resident Evil 4 Remake, ne? Das ist mega cool, aber ich hatte schon gelesen, dass es kommt. Super cool. Das ist, vor allem für mich ist es schön, weil ich könnte jetzt halt die ganzen Remakes spielen von 1 bis 4, statt die Originalversion, ne? Das ist natürlich eine coole Sache. World Premiere! Das müssen wir uns noch anschauen. Ach, Gold Edition. Was auch immer die Gold Edition ist von Village. Gab's da Dings? Gab's da DLCs? World Premiere. Mich interessiert Resident Evil leider nicht so. Ja, es ist ein eigenes Ding. Okay, was ist das? 7, 1 und 2? Was gibt das jetzt? Combo? Jetzt sehe ich schon wieder einen Trailer von Goddammit Spiel. Ich will keine Trailer zu dem Spiel sehen. Was ist das für eine World Premiere? Neuesten Konsolengeneration zurück. Oh, okay. Das ist hochinteressant. Ja, okay, das ist cool. Ja, okay. Das ist süß, aber ich weiß nicht, ob das eine World Premiere ist. Oh ja, und ab da loopt es wieder. Okay, das ist witzig. Hochinteressant. Okay, gut. Ansonsten halt nur viel Resident Evil. Na, verstehe ich. Ich finde, vor allem die Sache ist, okay, Village Gold Edition. Oh, hey. Resident Evil 4 Remake. Cool, wurde aber schon angekündigt. Und dann Ports für PS5. Way. Ja, okay. Also sagen wir mal, die Luft war raus nach Dings. Die Luft war raus nach Monster Hunter, würde ich sagen. Das mehr hatten sie nicht unbedingt. Aber Monster Hunter war mächtig. Monster Hunter war sehr, sehr mächtig. Was zur Hölle. Mega krass. Nochmal, bis die 3 Stunden erreicht sind, just in case. Ja. Wir können uns den Trailer im zweiten Durchlauf nochmal sehen. schön. So krass. Ich verstehe nicht, warum man nur die normale Narbe bekämpfen muss, da Almutter der richtige Endboss war. Im Endeffekt kann es auch nicht liegen. Da man ja sowieso braucht, um Sunbreak zu downloaden. Ja, auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Es liegt an demselben Grund, warum man damals nur in World Iceborne nur Jägerin 24 sein musste, um Fatalis zu töten. Weil Leute einfach nicht grinden wollen, um irgendwo hinzukommen. Das ist, Leute wollen Monster Hunter Rise starten, wollen 10 Stunden spielen und wollen dann im G-Rank sein. Und beschweren sich dann, dass sie von dem Yagi fertig gemacht werden. Das ist das. Das ist der ewige Kreislauf von Monster Hunter. Es ist leider traurig, aber es ist so. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn Almutter der Endboss ist. Es hätte viel mehr Sinn ergeben, definitiv. Es hätte die Story abgeschlossen vom ersten Teil. Und es hätte die Leute auch vorbereitet für den G-Rank. Aber ja, so sind die Leute. Das würde mir absolut keinen Spaß machen. Nee, mir nicht. Aber es ist so. Man muss ja erstmal den Jägerrang für die Drachenältesten holen. Genau. Du brauchst hier Jägerrang 100 für Walstrax und dann kommt Almutter, oder brauchst du 120 für Almutter? Ich weiß es gar nicht. Aber genau, du müsstest an sich erstmal ein bisschen grinden. Zugegeben, der Grind ist halt super easy. Ne? Du bekommst ja teilweise 3 oder 2 Jägerränge pro Quest, aber ist so. Ist so. Ach, Almutter war Jägerrang 70? Ach schon, okay. Ja, gut. True Late Game High Rank Rüstung und hallo Early Meister Rang Rüstung. So sieht's aus. So, gehen wir doch mal durch. Das ist mega cool. Ich möchte mich noch daran erinnern, dass wir erst letztens noch über Frontier gejoked haben. Ja, ist richtig. Ist absolut richtig. Keine Ahnung, hat den Jägerrang schon, als die DLCs kamen. Ja, das ist ja die Sache, ne? Wenn man den mal freigeschalten hat, dann geht's ja so schnell. Es ist so mega krass, dass der Dschungel zurück ist. Das hypt mich immer noch so sehr. Was zur Hölle? Bringt ihr aber den Dschungel zurück? Vor allem, sie bringen halt tatsächlich 2 Karten rein. Das ist halt die Sache, mit der ich null gerechnet hatte. Nach Dings, nach Iceborne, dachte ich mir so, ja, okay, ist halt Dings, ne?
ist halt die Karte jetzt, wie die Iceborne-Karte. Und damit war's das. Aber war okay. Das ist so cool. Das ist so wahnsinnig cool. Leitlande, ja, Leitlande. Aber Leitlande ist ein bisschen... Leitlande ist Leitlande. Aber ist richtig. Leitlande war natürlich auch noch ein Zusatzgebiet. Das ist wahr. Ich mag den, aber alles, was ich bei Gore kann, ist sterben. Ach nein. Leitlande ist keine Map. Nee, Leitlande ist schon eine Map. Das ist, stell dir Leitlande vor, wenn sie nicht die Grinding Lands wären. Dann wäre sie schon cool. Das ist den Dschungel Open World. Ja, das wird Wahnsinn. Da bin ich so gespannt. Weil, ja, ist halt wieder ein Gebiet, ne, wo du immer bloß stückchenweise erkunden durftest. Mega krass. Und da ist er, die alte Stachelnase. So schön. So schön. Super cooles Biest, auf jeden Fall. Muss man sagen, sehr, sehr gruselig. Und ja, mächtiger Boom dahinter, auf jeden Fall. Ist so süß, wie er erstmal pennt, ne? Aber bin ich verwirrt? Ach, das ist ein Kusch! Das ist ein Kushala! Jetzt! Aus dem Winkel. Ich dachte mir, was ist das? Als ob die dann Kushala reinbringen. Krabbe! Es passt auch so perfekt mit der Krabbe im Dschungel, ne? Das ist so toll. Das ist richtig, richtig schön. Mega cool. Erstmal Fettkrabben-Action hier überall. Nice. Mega, mega coole Sache. Wahnsinn. Und schöne große Gebiete scheinbar. Die neue Ragna sieht echt krass aus mit ihren Bombengeschossen. Sie hat scheinbar auch kleine Babybombenkäfer, ne? Das ist extrem. Klingt sehr cool, wenn man mit verschiedenen Charakteren dann so ein bisschen durch die Gegend laufen kann. Hört sich cool an. Ob die Krabbe noch immer durch Pierce zerstört wird? Immer. Immer. Ich dachte jetzt zuerst, es wird eine Unterart von ihm. Wow. Einfach wow. Ich bin gespannt, wie der Virus laufen wird. Ich bin so gespannt, wie der Virus laufen wird oder ob es einen geben wird. Liegt an der Lore von dem, weil die Frontier, wo man Espinas bekämpft, ist er der Herrscher, weil er gegen den Kusch da gewonnen hat. Au, interessant. Okay, das ist cool. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne, die man erstmal wissen muss. Sehr cool. Ist doch sein Gebiet, ja, okay. Sehr, sehr cool. Krasse Sache. Auch ein wunderschönes Gebiet im Hintergrund, ne? Ich schätze mal, das ist ein Teil der Zitadelle. Wahrscheinlich weiter im Dings. Weiter im Eisbereich. Sieht sehr, sehr cool aus. Gerade diese eingefrorenen Ruinen, ne? Schön. Die Map, wo man gegen Kor kämpft, ist das die Zitadelle, oder? Ich schätze ich mal, ja. Muss es eigentlich so eingefroren? Oh, ob Shagaru dann auch kommt? Vielleicht als DLC. Vielleicht als DLC. Das wäre hochinteressant. Das wäre sehr interessant. You expected Gore's Rack, but it was me, Gore. Hi, Kuma. Vasselos freue ich mich, aber Gormagala hätten sie wirklich rauslassen können. Ich mache lieber 100 Apex-Diablos als einen Gore. So schlechte Erfahrung. Ich denke, jetzt könnte Gore auf jeden Fall auch nochmal angenehmer werden. Für Ultimate war Gore super fies, auf jeden Fall. Gen Yu ging ja schon echt gut, weil du sehr beweglich warst. Und ich denke, jetzt kann man relativ gut gegen ihn kämpfen. Schätze ich mal. Das wird schon, genau, genau. Enjoy. Wenn Gore kommt, müsste Shagaru eigentlich auch kommen. Möglich, möglich. Kommt drauf an, wie sehr sie drauf gehen wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, als DLC. Ich meine, sie bringen den freaking Turm mit Flauschi zurück. So, mit Mondlicht-Flauschi, so rum. Von dem her, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwann Shagaru zurückbringen. Mal schauen.
Von der ist halt so mega Probleme, kann ich mir vorstellen. Das ist echt cool, super krass. Super krass, dass das Frontier Monster kommt, das ist hochinteressant. Wir haben so lange drauf gewartet. Und ja, jetzt ist es tatsächlich da. Ich bin so gespannt, was sie damit machen. Das kann jetzt so viel bedeuten. Vor allem, es gibt halt so coole Monster dort. Absolut. Krass. Geh nochmal auf den Feuerball. Ich gehe auf den Feuerball. Feuerball, der große. Der Big Boom. Wo ist der Big Boom? Oder die drei, die er schießt. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Der da? Der da? Ist das Gift? War das Gift? Er macht Giftfeuer? Ist das echt so? Das ist Gift und Feuer. Oh, Jesus! Wow, okay, das ist eine miese Kombo. Wer hat Kenneths Guild War Charakter hier reingepackt? Lamb kann er auch mit den Bällen. Toll! Toll, er fehlt nur noch Para. Ja, scheinbar kann er das. Wow, okay. Das ist krass. Also es wäre sinnvoll, wenn es mit Dings wäre. Wenn es mit Blutung fehlt noch. Macht er mit seinen Stacheln. Mega krass. Aber Gore sieht auch so cool aus. Mega hübsch. Vor allem auch die Flügel, ne, so schattenförmig. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Waren die Flügel immer schon so? Ich schätze mal in seinem Agro-Modus, ne? Sehen gerade sehr cool aus, weil sie so, ja, nicht wirklich da sind, ne? Richtig schattig. Ja, ne, die sind ein bisschen anders. Kommt mir nicht bloß so vor, ne? Dass sie so, ja, wie lebendige Schatten so ein bisschen wirken, ne? Sehr, sehr cool. Das sieht hochinteressant aus. Viel Boom. In alten Teilen war es noch mehr fest. Okay, okay. Sehr schön, sehr schön. So krass einfach. Wow. Ja, darüber bin ich immer noch ein bisschen mad, muss ich sagen. Es ist unfassbar. Es ist einfach freaking unfassbar. Was jetzt morgen, Demo oder normal spielen? Eigentlich würde es halt morgen perfekt passen, wenn wir da die Demo machen, nicht wahr? Capcom, du bist gekippt mit Kopfschmerzen. War so klar mit der Demo. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte mir, nein, sie werden keine Demo mehr 15 Tage vor Release machen. Das wäre ja doof. Warum sollten sie? Gut. Bin ich der Einzige, der 4 Uhr wach bleibt und durchgrindet? Wahrscheinlich. Es ist halt echt so, ne? Das ist so kurz vor der Dings. So kurz vorm Release, da brauchst du es halt nicht wirklich. Als ich auf YouTube gesehen habe, oh, er will morgen Rise spielen. Ich dann, oh, if he knew. schön. Und vor allem, wenn Gore aggro ist, kam ich nie an ihn ran. Der hat mich mit seinen blöden Schattenkugeln teilweise one-shotet aus der Ferne. Die tun richtig weh, ja. Ja. Gore war früher auch super, super fies. Definitiv. Gore war ein super gefährliches Biest. War vor allem am Anfang so ein großer Punkt, um hochzugehen. Ich denke aber, das wird er nicht mehr. Ich denke, Gore wird auf jeden Fall ein bisschen runtergestuft, ein bisschen genervt. Könnte ich mir definitiv vorstellen. Denke ich mal. Beim Title Updates steht es unten rechts, oder sieht es unten rechts aus wie Miso. Es sollen Rare Species und Unterarten kommen. Miso-Unterart? Möglich. Ich meine, kann definitiv sein, dass es kommt. Schauen wir mal. Bitte das Chaos zurückkommen. Beides gute Möglichkeiten, ne? Shagaru, Chaos-Gore. Definitiv beides gute Möglichkeiten. Mal sehen. Wahrscheinlich DLC. Ich würde eher DLC sagen. Werden wir sehen. Spiel die Demo nicht. Spiel fast nie Demos, weil ich immer lieber aufs Hauptspiel warte. Ist eigentlich sinnvoll.
Ja, so kurz davor. Wenn wir jetzt Ende Mai hätten, würde ich sie vielleicht spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt spiele. Außerdem, das ist... Ich werde maximal... Astolos können wir machen. Astolos können wir machen. Wir könnten den Dschungel erkunden. Das wäre eine Idee. Und die beiden anderen Viecher halt eben. Ist eine gute Frage. Ist definitiv eine sehr gute Frage. Malzino würde ich definitiv auch nicht machen, ja. Wie gesagt, ich finde es cool in der Demo, dass sie die Zitadelle nicht haben. Das finde ich sehr cool. Dass die theoretisch eine Überraschung bleibt zu einem Kunden. Weil das habe ich mich schon gefragt, so, wird die Zitadelle kommen? Will ich dann wirklich die Zitadelle schon sehen? Und da ist dann halt jetzt die Frage, will ich wirklich schon den Dschungel sehen? Weil ich glaube, es ist definitiv cooler, in den Dschungel dann so ein bisschen reinzustarten und den definitiv offiziell zu erkunden. Deswegen, vielleicht lassen wir die Demo. Ich denke, es ist nicht. Das Spiel, sobald rauskommt, lohnt die Demo sich für mich nicht. Genau, das denke ich mir halt nämlich auch, ne? Ich denke, es ist nicht so mega notwendig. Ich finde es krass, dass Mondlicht reinkommt. Das ist so toll. Das ist echt so toll. Vor allem, Mondlicht war halt so eine vergessene Unterart, ne? Ein Spiel, wo er drin war. Theodos 2 mit. Nee, Quatsch, nur ein Spiel, oder? Nur Try Ultimate. In Try war er noch nicht, glaube ich. Aber halt so selten das Biest. Und echt schön gemacht. Nur Try Ultimate, okay. So, so cool. Finde ich schön, dass sie sich den angeschaut haben und gesagt haben, okay, mein Freund, du kommst zurück. Ja, Try hat noch kein G-Rank. Richtig. Ich war mir bloß nicht sicher, ob er schon im High-Rank drin war, aber nee. Ich werde Demo jede Quest mit meinem Squad machen. Aber erstmal in der Demo ein bisschen Astolos grinden und dann mal Sino zerstören. Viel Erfolg. Ich erinnere mich noch an wie hieß er? Wie heißt er? Purple Kitty. Zumindest der hat ja Magna, genau. Den hat man nicht zerstört in der Demo. Der hat einen zerstört in der Demo. Ich könnte mir vorstellen, dass Masino ähnlich ist. Die schwersten Quests in den Demos waren meistens schon immer absolut idiotisch schwer. Wo ich auch nicht verstehe, warum. Vielleicht ist es wie bei Troll Ultimate, dass man Gold und Silber auch dort bekämpft, falls sie reinkommen. Oh, ich meine, wenn sie den Turm haben, ich meine, Squad auch zerstört, okay. Sie haben den Turm. Da kann jetzt so viel passieren. Der Turm ist übrigens wunderhübsch. Definitiv. Vor allem, wie viel kannst du erkunden? Was kannst du erkunden? Wird das nur eine Arena? Wird das der ganze Turm? Du hast jetzt Open World, ne? Das ist jetzt ein komplett anderes Gebiet, theoretisch. Das ist hochinteressant. Das ist so krass, dass sie einfach sagen, yo, wir hauen den Turm rein. So, what? Kuma, vielen lieben Dank für die 34 Monate auf Tier 3. Vielen lieben Dank für den Resub. Das ist so lieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr freundlich, Kuma. Dafür bekommst du einen Triple Croc Sound. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, warum der Zeitpunkt der Demo so überraschend ist. Iceborne hat das in der Demo doch nur auch eine Woche vor Release. Echt? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Möglich. Ich finde es trotzdem ein bisschen seltsam. Keine Ahnung. Weil jetzt will ich halt schon das Hauptspiel und nicht die Demo, ne? Ich finde es so süß, dass sein Rücken so flauschig ist. Oh, er ist echt schön. Er ist richtig schön. Absolut. Er ist echt schön. Ich glaube nur, die Arena mit ein paar Säulen mehr drauf. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Der Turm ist da. Magma-Tigi vielleicht. Der wird Dings. Der wird dann zwar eher an der Spitze sein, aber vielleicht auch hier, ne? Ich meine, sie können alles Mögliche machen. Das, so war es ja früher immer, dass er auf der Spitze ist, aber möglich. Alles ist möglich. Das ist das Krasse. So viele Möglichkeiten. Das Gebiet sieht aber groß aus. Man kann nur nicht wirklich einschätzen, wo die Kampffläche ist, ne? Flauschis Verwandter, ja. Oh, schönes Bild. So toll. Vor allem,
Zusätzlich zum Mondlichtnager fügen wir auch noch ein weiteres Gebiet hinzu, den legendären verbotenen Turm. Aber hier, ne, August. Seltene Monster, Spezialmonster. Also da kommt noch mehr. Und Blob wird ihn mögen, sicherlich. Das wird hochinteressant. So schön. So schön. Mega cool. Und dann haben wir, ah, das hier. Ja, das könnte Misu sein, definitiv. Das wäre möglich, dass das Misu ist. Mal sehen. Mal sehen, ne? Das wird spannend. Kann doch sein, dass sie Virusmonster zurückbringen. Möglich. Wo bleiben meine seltenen Spezialmonster? Die müssen noch gemacht werden. Mähen ich Magma Tigi, dann kriege ich ja noch mehr auf die Mütze. See Stories. In Stories haben wir uns tapfer geschlagen. Haben wir uns tapfer geschlagen. Schnellfeuer Pierce Gift. Oh, das wäre heftig. Oben links kann ich mir vorstellen, eine Unterart von Espinas. Ah, könnte passen. Könnte definitiv passen. Stachelig wäre dafür. Wer weiß. Mal sehen. Ist auf jeden Fall spannend. Hm. Und verstärkte Monster, ja. Irgendwas wird da noch kommen. Mal sehen. Was gab's denn in Rise? In Rise gab's gar keine verstärkten. Ja, Apex gab's in Rise, stimmt. Sie haben noch nicht gesagt, ob es irgendwelche Spezialsachen gibt, ne? Sie haben nicht gesagt, ob Randale zurückkehrt. Sie haben nicht gesagt, ob es Apex-Monster gibt. Deswegen mal sehen, was diese verstärkten Monster heißen sollen. Aber Monster-Unterarten kommen auch noch. Interessant. Beim zweiten Bild haben viele gerätselt. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Da, man kann einiges reininterpretieren. Ne? Definitiv. Und ja, ich meine, es ist ja theoretisch ein Fragezeichen. Ne? Ist es ein Fragezeichen-Monster? Also nicht nur ein Fragezeichen an sich, sondern ein Fragezeichen Monster. Frage. Ich meine, Fatales oder sowas. Wer weiß. Wir werden sehen. Das ist, Daimirales wird es wahrscheinlich nicht sein. Fatales möglich. Sehr wahrscheinlich. Fatales, Alatrion, möglich, möglich. Denke nicht. Wir werden sehen. Ist bloß so eine Idee, weil es einfach nicht nur ein Fragezeichen ist, sondern theoretisch ein Symbol als Fragezeichen. Deswegen mal sehen. Es ist einfach ein Fragezeichen. That's it. Das wird das Monster. Riesengroßes, humpelndes Fragezeichen. Sie haben letztens was auf Twitter rausgehauen. Randale wird nicht zurückkehren, weil es eine Kamura-Specific ist. Verstehe ich vollkommen. Finde ich gut so. Passt definitiv gut rein. Aber dann ist natürlich die Frage, was kommt dann? Hochinteressant, krasse Sache. Und ja, na, keep going. Einfach weiter in 2023. Finde ich cool. Finde ich definitiv cool. Das ist echt krass. Vielleicht was Neues von Frontier? Ja. Es kommt in 23 noch mehr. Kann ich mir schwer stellen, dass was Fatales aber so mittendrin reinkommt. Wir haben jetzt Frontier Monster. Fatalis ist ein Mittelding, wenn wir Frontier Monster haben. Das hier wird das Big Endgame. Fatalis ist lame mittlerweile. Vielleicht was Neues von Frontier. Definitiv so viele Möglichkeiten, ne? Absolut. Aber ja, wahrscheinlich kommt eher hier der ganz große Kram. Ist schon richtig. Ob Gore endlich eine Spezifikation bekommt? Ich bin gespannt, aber ich wüsste nicht, welche. Das war ja immer das Problem, ne? Nein, das ist nicht. Wenn sollen sie den Frontier Fatalis reinmachen? Der ist Wahnsinn. Okay. Bitte keine Zenith-Monster. Zenith-Monster? Zenith-Monster? Die sind so BS. Es wird kein Frontier BS reinkommen. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ja, krasse Sache. Absolut. Was für ein mega Trailer. Sehr, sehr heftig. Ich bin mega gehypt. Ich bin definitiv mega gehypt drauf. Stark. Aber ich denke, wir werden dann morgen nicht die Demo machen.
wie gesagt, es sind jetzt noch zwei Wochen, zwei Tage. Ich denke, das ist okay. Please, man, Kur, mir reicht der normale. Alles wird gut, Gottes. Alles wird gut. Keine Sorge. Wie wäre es mit Duremudira aus Frontier? Klingt interessant. Was ist in den letzten 30 Sekunden passiert? Wir haben darüber gehypt, was hier so passiert. Wie die letzte Dreiviertelstunde schon. definitiv. Mein größter... Ey! Gott, das sieht heftig aus. Größter Hype-Punkt für mich tatsächlich der Dschungel. Ich war schon immer ein riesengroßer Fan vom Dschungel. Ich habe ja mit Freedom 2 damals angefangen. Ich war ein mega großer Freund vom Dschungel. Ich fand es ein super cooles Gebiet. Und ich finde es mega cool, dass ich es zurückbringe. Ich bin so gespannt, wie es tatsächlich aussehen wird. Weil ein Punkt tatsächlich im Dschungel war immer, es war immer ein bisschen sehr anstrengend, irgendwo hinzukommen. Deswegen super cool, dass sie ihn zurückbringen. Und ich bin so hoch gespannt, wie er sein wird, wie er laufen wird und was wir vielleicht dort noch so entdecken. Ne? Dschungel Frontier, Mondlicht, ja, ne, muss man echt sagen, also dieser Trailer, ich will ihn nicht den letzten Trailer nennen, weil vielleicht gibt es noch einen, aber dieser Trailer hat richtig reingehauen. sehr krass. Gormagala auch mega cool. Mephistophelin hätte ich gerne. Ist zum Sein so eine Art untotes Skelett Fatales. Könnte optisch direkt aus Diablo entsprungen sein. Ist das der, der theoretisch Sachen frisst und dann die Elementeigenschaften bekommt? War das der? Auf die Ragnar-Unterart hatte ich sehr gehofft. Ja, das ist auch cool. Das ist auch mega cool. Definitiv. Der ist sehr, sehr hübsch. Yes, der, okay. Ja, der sieht sehr cool aus. Absolut. Die Ragnar-Unterart darf man nicht unterschätzen, ne? Finde ich cool. Sieht hochinteressant aus, was die kann. Der ist online, nicht aus Frontier. Oh, ich meine, Frontier online, jetzt ist egal. Hau raus damit. Einfach rein damit. ja, krass. Definitiv. Kostet aussehen ja cool. Ich habe halt nur Probleme im Kampf. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man den lernen kann. Definitiv. Da sehe ich gute Dinge. Die Tore sind offen für alles. Ja, und das finde ich schön. Das finde ich definitiv schön. Es ist nicht mehr länger nur Resurgence, Team Resurgence, das mit Frontier Monstern arbeitet. Nein, jetzt macht's Capcom auch offiziell. Jetzt hauen sie auch offiziell die Monster raus. Die dachten sich, die Abiogladius-Mod kommt eigentlich echt gut an in World. Machen wir unser eigenes Biest. schön. Viel zu cool. Was zur Hölle? Definitiv. Cooler Trailer. Sehr, sehr krass. Und Krabbe ist zurück. Wir haben endlich wieder Doppelkrabben-Action. Auch das ist toll. Ja, das ist schon sehr heftig. Absolut. Jetzt, wo Frontier acknowledged wird, gibt es keinen Halt mehr. Die Community wird ab sofort jedes Monster mehrmals erbattlen. Ja, sowieso. Das sowieso. Am laufenden Band wirst du jetzt irgendwelche seltsamen Frontier-Monster hören, von dem noch nie irgendjemand gehört hat. sehr gut. Vor allem Krabben. War wegen Wyvern Ride. Ja, richtig. Genau, du kannst jetzt auch reiten. Das ist cool. schön. Sehr starke Sache, absolut. Hat mir sehr gefallen. Super, super cooler Trailer. Capcom Showcase generell super cool gemacht. Wie gesagt, die ganzen Resident Evil Sachen jetzt natürlich nicht so spannend, aber ansonsten definitiv sehr, sehr mega. Hätte eventuell Deutsch schreiben sollen. Achso, Krabbenkrieg. Ach, Krabben War. Wegen. Ja, okay. Ja, jetzt. Ja, das, bei sowas ist es sehr wichtig, welche Sprache man schreibt. Ja, eindeutig. Vielleicht packe ich ihn ja besser.
wenn ich hier in den Streams mit der Community mitmache, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Da habe ich vollstes Vertrauen in dich, Gottes. Den wirst du auf jeden Fall hinbekommen. Erstens, wie gesagt, es hat sich so viel verändert. Man ist definitiv flexibler, man hat mehr Möglichkeiten. Und ich glaube nicht, dass Gore hier so, ja, so ein Torwächter ist wie in 4 Ultimate. In 4 Ultimate war es tatsächlich, okay, Gore Magala ist eine gewisse Grenze. Du musst ihn schlagen, um tatsächlich weiterzukommen. Und dafür musst du dann dich erstmal eingearbeitet haben. Und da hatten viele Leute Probleme, definitiv. Deswegen ist es, denke ich, auch kein Fehler, wenn man ein bisschen Angst vor ihm hat, aber mal sehen. Ja, Thor. Thor kommt auch zurück. Jetzt kommen einfach alle. Haben ein Bild von Dure Mudira auf der auf DC geschickt. Ah, können wir noch ganz kurz anschauen. Was eventuell so in den DLCs kommt. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wahnsinnig cool. Was zur Hölle? Dschungel. Es ist einfach Dschungel. Also, wir haben jetzt so krasse Gebiete in Rise, ne? Wir haben den Flutwald, wir haben die Tra Ultimate Wüste, wir haben den Freedom 2 Wald oder den Freedom 2 Dschungel. Wow. Wir haben den Turm. Wir haben den verbotenen Turm einfach zurückbekommen. Das ist extrem krass. Was zur Hölle. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Uff, okay. Wow, was bist du denn? Das ist doch schon nicht mehr Monster Hunter. Ein Moment. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Über-Digimon. Jesus. Gott. Der ist heftig. Der kann übrigens Eis und Gift. Natürlich kann er das. Ja, Final Fantasy Monster. Richtig. Ist ein Final Fantasy Beast. Oh Gott. Sehr, sehr krass. Absolut. Ja, könnte alles reinkommen. Schreit etwas nach generischen MMO-Boss. Es hat so ein bisschen was, so Hyperdrache. Na, es ist. Ich meine, ja, Final Fantasy ist da definitiv an der ersten Stelle, ne? Wenn es um solche Biester geht. Absolut. Ja, das sieht doch nett aus. Ist ein netter kleiner Kerl. Frontier ist halt ein MMO, auch wenn es MH ist. Es ist das MMO-ste MH, das es gibt. Das ist richtig. Ich möchte den Klapperklapper zurück. Oh ja, immerhin gibt es den schon. Es gibt schon Oraktore. Auch nicht auch deren Daddy. Das wär schon süß. Agnaktor ist definitiv. Ein süßes Biest. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie in den letzten Teilen immer so ein bisschen, ich will sagen, Sorge haben, ihn zurückzubringen teilweise. Und dafür andere Monster in seine Richtung designen. Keine Ahnung. Aber geht ja eher so in die Richtung, als wollen sie ihn nicht zurückbringen. Ich meine, es ist ähnlich wie mit Kezu und Giginox. Kezu kommt immer zurück, aber Giginox ist irgendwie so ein bisschen vergessen. Deswegen, keine Ahnung. Ist mit Agnaktor ein bisschen ähnlich. Selbst wenn es Uroktore gibt, ne, ist der dann irgendwie nicht so präsent. Keine Ahnung, warum. Definitiv nicht. Ein Genyu war aber drin. Stimmt, das ist richtig. Ein Genyu war drin. Aber ein Genyu war alles drin. Also von dem her. Das ist zwar ein gutes Statement, aber nicht kein effektives Statement. Ich habe übrigens meinen Wecker auf 4 Uhr gestellt, damit ich es downloaden kann und morgen direkt loslegen kann. Nice. Sehr gut, sehr gut. Coole Sache. Ja, ich muss sagen, wegen der Demo, was mich tatsächlich eigentlich nur interessieren würde, wäre Astalos im Dschungel. Weil, ja, ein Groß-Itsuchi zu bekämpfen ist so, boah, ne, definitiv. Den Tetranodon zu bekämpfen, ist auch cool. Klar, man kann jetzt sagen, ey, ich kann jetzt alle 14 Waffen mit ihren neuen Fähigkeiten ausprobieren. Das ist richtig, aber will ich das? Und ich glaube, dann ist es sinnvoll, einfach Rise zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich sinnvoller ist. Und dann spielen wir zum Release tatsächlich das Spiel ganz normal. Dann können wir da auch den Dschungel komplett erkunden. Und nicht in der Demo das so ein bisschen machen. Spielst du den Yu, wenn du Astalos im Dschungel haben willst? Ja, stimmt, richtig.
Das wäre der Mega-Troll, morgen aber nicht die Demo zu spielen, sondern Gen U Astalos im Dschungel zu erledigen. Oh, das wäre so schön. Das wäre so schön. Das ist so schön böse, Kuma. Finde ich gut. Finde ich gut. Hätte was, ja. Ich verabschiede mich mal, hab wieder Lust auf World. Nice, sehr schön. Dann dir viel Spaß mit World. World kommt definitiv auch mal wieder. Keine Sorge. Wir werden World definitiv mal wieder spielen. Das kriegen wir hin. So, ich muss jetzt auch los. Wir machen jetzt auch Schluss. Ich denke, wir haben alles gesehen, was wichtig war. Hat mich mega gefreut. Was für ein cooler Trailer. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, sofern es keine weiteren Trailer die nächsten anderthalb Wochen geben wird, dann sehen wir uns zum Release von Sunbreak wieder. Ansonsten gucken wir eventuell noch den nächsten Trailer an. Schauen wir mal. Im Stream alle paar Minuten immer wieder, früher war alles besser. Nimm das Mikrofon rufen, ja. schön. Mega gut. Glation des Tages, Xamborg, du bist sehr mutig. Du bist sehr, sehr mutig. Aber Dankeschön. Vielen Dank dafür. Mutiges Glaziola. Vielen Dank. Ui, oh, was ist das? Das ist ja hochinteressant. Ist das eine Glaziola-Puppe? Nee, es ist ein Glaziola, aber es guckt nicht sehr happy. Und wieder weg. Bye. sehr schön. Super süß. Sehr süß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, wir machen dann für heute Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, wahnsinnig krass. Mein Hype hat sich jetzt wirklich verdreißigfacht. Meiner auch. Meiner auch, muss ich sagen. Absolut. Wie gesagt, habt noch einen schönen Abend. Später eine wunderschöne gute Nacht. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen dann zu ganz normal Monster Hunter Rise. Falls ihr Angst vor der Demo habt, dann kommt zu mir. Ich beschütze euch vor der Demo. Morgen auch, falls ihr dazu kommt, keine Spoiler. Morgen keine Spoiler zu irgendwas hier, weil viele Leute wollen tatsächlich nicht gespoilert werden und kommen dann zu Rise dazu. Deswegen schon mal jetzt im Kopf behalten, vielleicht morgen nicht reinpreschen mit "Ey, habt ihr schon gehört, was da?" Deswegen, ich beschütze euch vor Infos. Ist schon sehr angsteinflößend, ist definitiv angsteinflößend. Kenneth, du hast vorhin noch nach dem T-Shirt gefragt, ne? Kommt mir jetzt gerade wieder. Ist der Todesstern. Todesstern-Shirt. Ich hab's noch, ich hatte es irgendwo tief im Hinterkopf. Nicht Emma Genu, nein. aber ja, wir gucken. Wir gucken, dass wir morgen keine Infos droppen und dass wir das gut hinbekommen. Bomber war es dann jetzt übrigens egal. Er wurde vom Internet so viel gespoilert, er hat es heute Nacht auch geguckt. Das ist zwar echt traurig, muss ich sagen, aber es ist so schwierig, da durchzukommen. Ne? Es ist so, so schwierig. Schade. That's not a moon. Schön. Schwarze Löcher sind viel cooler als der Todesstern. Kommt drauf an. Ich meine, schwarze Löcher sind auch cool. Ja, der Todesstern ist auch cool. Ich glaube, beides hat sowas für sich, ne? Welcome to the Internet. Ja, du musst so vorsichtig sein, absolut. Gauke muss morgen gut aufpassen. Vor allem muss sich jeder halt erstmal auch gut aus dem Chat fernhalten. Ich werde keine Spoiler-Sachen vorlesen. Aber es kann natürlich sein, wenn ihr aktiv im Chat seid, dass jemand mal irgendwas reinschreibt. Ne? Das ist, Garuga kann zwar gut aufpassen, Garuga kann sehr schnell sein, aber wenn jemand aktiv im Chat mit dabei ist, dann wird er gespoilert. Deswegen, ich kann jedem nur raten und ich schreibe es morgen auch nochmal. Lieber die Augen ein bisschen vom Chat weg. Das ist definitiv die beste Sache. Und ansonsten, wie gesagt, versuche ich auch keine Spoiler vorzulesen oder sowas und das auch ein bisschen zu unterdrücken und dann kriegen wir das hin. Jan Gorgasim kann sich sehr schnell. Oh ja, oh ja. Schnelle Biester. Der kriegt das auf jeden Fall hin. Absolut. Und giftig, ja. Definitiv. Ich passe auch auf, dass ich nicht aus Versehen Spoiler. Ja, es ist halt super gefährlich, ne? Ich hätte vielleicht Rise doch ein bisschen anders packen sollen, weil direkt nach dem Showcase halt Rise zu spielen, ist halt Spoiler-Galore, ne?
Das ist, da ist jeder noch extrem hyped, jeder will noch die Infos wissen oder wissen, was ich davon halte. Ja, wir gucken einfach, dass wir da morgen einen schönen und guten Stream haben und dann wird das sicherlich schon irgendwie passen. Schön, dann wie gesagt, euch noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen zu Rise wieder. Ansonsten geht's Donnerstag weiter mit Sozi, mit SMZ3 und der Rest der Woche dann auch mehr Elden Ring. Geht wieder ordentlich zur Sache und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Hat mich gefreut und wir sehen uns dann bei den nächsten Streams wieder. Bis dann. Ciao.